Hey Leute, willkommen zurück zu Resident Evil Revelations Teil 2. Okay, warum kann ich jetzt hier raufklettern? Ja, weiter geht's. Wir sind immer noch auf den Spuren von Claire und Moira. Vielleicht leben sie ja noch. Ich glaube nicht, dass die tot sind. Das wäre ein bisschen doof, wenn sie einfach mal so eine Hauptcharakterin abschneiden. Das geht ja nicht. Sie hat schon wieder den Stein. They're inside. Be careful. Oh nein, sie hat schon wieder den Stein liegen lassen. Ich geh erstmal rauf, ja? Schon wieder keine Karte. Ich mag sowas nicht. Mag das nicht. Ich habe doch immer gerne Karte. Oh Gott, da ist ja alles voll hier. Guck mal, vier Stück zähle ich. Ist da oben auch noch weiter? Da ist wieder was zum Bohren, aber ich kann nicht bohren. Wo bekommen wir denn eine Bohrmaschine her, frage ich mich. Bohrmaschine hat keiner von uns beiden. Weder Barry noch sie. Oh, was? Oh, ne, da kommen wir wohl nicht durch. Oh, oh. Ist genau vor der Tür, das Teil. Komm, Barry, schnell. Wir müssen was abstechen. Oh nein. Zack! Ich mag's, wenn er das tut. Was? Da war doch noch was. Ach, eine Karte. Ja, schön. Eine Stadt. Karte. Was? Erzähl mir bitte nicht, dass der mich jetzt gerade gesehen hat. Der hat's am Arm. Oh Gott. Oh Gott. Nicht an dem. Doch, an dem Arm. Oh nein, 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 oh nein. Bam. Ins Gesicht. Ach komm. Tut mir leid, Kleine. Ich wollte dir nicht wehtun. Alter Schwede, ich bin schon wieder so verletzt. Es geht hier echt rasend schnell und ich habe mich ehrlich gesagt jetzt nicht sehen lassen von meiner Warte aus. Das war ein bisschen doof. Sind noch ein paar. Oh. Sehr gut. Magnum. So. Ah, ich weiß nicht, ich kann halt nur Rauchflaschen machen, will ich aber nicht. Rauchflaschen sind doof. Ja, der Drake hat schon gesagt, in Kapitel 3 wird ein Boss kommen, der ist 10-mal so schwer oder 6-mal so schwer, was hast du gesagt? Wie dieser Flammenfuzzi, den ich mit Claire besiegt habe. Und der war schon happig, muss ich sagen. Hat mich vielleicht ein bisschen doof angestellt manchmal, aber der war schon, ne? Nicht von schlechten Eltern. Wo kommst du denn lang? Kommst du hierher? Na? Sag mal, Barry. Bleib wieder hängen irgendwo. Nicht so schnell machen, Kleines. Nicht so schnell machen. Wir haben Zeit. Na. Abgestochen. Wo ist der nächste? Da ist noch einer. Das war's dann, ne? Lecker, wie sie sich auflösen, so schön. Oh ne, da ist auch noch einer. Oh Gott. Das sind die werfen Mist, ne? Ja, ja. Nicht auf die Kleine. Jawohl. Ja, das wäre wahrscheinlich ein bisschen schneller gegangen mit dem Scharfschützengewehr, aber... Oh Gott. Kleines? Oh. Nein! Alter Schwede! Hau ab! Ah, die sind aber auch mies, die Viecher, ne? Und ich bin schon wieder kurz am Verrecken. Kurz vorm Verrecken. Oh ne. Ich hab nur noch eine Rauchflasche. Supergeil. Supergeil. Wenn ich mich mal wieder sehe, dann sehe ich die ganze Zeit nicht das Gebubber so. Im Bild. Ne? Irgendwas noch zum... Keine Gegner mehr. Na gut.
dann machen wir das mal. Ja, das fühlt sich gut an. Okay, das war knapp, aber... Da. Ja, gut. Das war okay. Und? Erweiterungstasche. Ah, jetzt können wir mehr tragen, ne? Sehr gut. Muss da noch irgendwo was sein, Mensch. Vielleicht irgendwo noch eine Marke zum Abballern? Sowas halt. Ne? Oder halt gar nichts? Ich meine, könnte er auch machen. Ne, ist echt gar nichts hier. Oder irgendwo an der Säule klebt was und da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust, alles abzusuchen. Ne, ist nichts. Okay, komm. Weiter. Oh oh. Hier ist doch bestimmt irgendwas. Ja, da sind wieder die komischen Minchen. Oh Gott, er ist immer noch so fertig. Aha. Platz. Immer noch nicht. Oh, das hat gereicht. Oh, krass. Das geht so fix. Die haben mich, glaube ich, zweimal getroffen hier. Auf schwer ist das echt ein bisschen heftig, ne? Ist da was? Es müssen nur noch ein paar grüne Kräuter irgendwo stehen. Grünes Kraut oder eine Flasche. Na komm, dann kombiniere ich mal ein bisschen was. Eine zumindest. Nein. Sie kann ja eh keine Flaschen werfen, glaube ich, oder? Kann Nadel Flaschen werfen? Da ist gar nichts. Vielleicht, weil ich das schon mit Moira aufgesammelt habe? Weiß ich nicht. Okay. Ein grünes Kraut! Yay! Gebe ich mal Barry. Aber ich werde es noch nicht benutzen. Vielleicht finde ich ja bald ein rotes. Dann habe ich das wieder verschwendet hier. Noch geht's ja. Okay. Hup, 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 hup. Nicht bewegen. Und. Ah. Oh nein. Oh nein. Oh, sehr gut. Oh, So fangen wir gar nicht an, mein Kumpel. So fangen wir nicht an. Wo ist er? Ach, der ist tot. Nee, ist er nicht. Jetzt ist er tot. Ach komm, beweg dich nicht so viel. Ja, ich bin vorsichtig, Kleines. Ich bin's. Ja, genau das habe ich gemeint. Damit geht's viel schneller. Komm schon, gib mir was. Ein rotes Kraut oder so. Bitte, bitte. Ist echt nicht nett, das Spiel. Auf schwer. Auf überlebend oder wie es heißt. Nicht nett. Ich habe noch nicht eine von diesen komischen Nautilus-Schnecken da gefunden, oder was das ist. Die Sammelobjekte mit Barry halt. Noch nicht eine. Oh nein, nicht schon wieder. Och Mann, Leute, diese Mistviecher, ich mag die nicht. Kann man die irgendwie abstechen vielleicht? Oh Gott, das ist ja düster. Kommen wir gar nicht mehr durch. Na gut. Ah, ey. Alter Schwede, überall sind hier Dinger, ne? Überall. Da komme ich aber runter. Will ich runter oder will ich hier weitergehen? Weiß ich noch gar nicht. Also hier geht's raus, aber wenn da drinnen irgendwie ein Bonus ist, dann will ich den auch nicht verpassen, versteht ihr? Ich will eigentlich alles mitnehmen. Ah Mann, warum sind die Dinger unsichtbar? Kann ich die irgendwie vielleicht aufdecken? Oh, Achtung, Klatsch. Oh nö, Barry, Barry, Barry. Ich brauch dich mal ganz kurz hier, ja? Einfach mal gucken, wie die Dinger fliegen vielleicht. Die kann man doch bestimmt auch im Verborgenen. Barry?
Ach, da geht's doch runter. Hä, habe ich was verpasst? Oh nein, das hat man schon gesehen. Ah, ja, mach ich doch. Alter, wo denn? Ich heile mich trotzdem mal. Oh, wo? Ja, wo denn? Ah, diese Mistviecher. Werde ich gleich keine Muni mehr. Ja, die werde ich bestimmt nicht verschießen gegen die Teile. So. Kannst du mal die Lampe anmachen, Barry? Nee, mach dann nicht. Ist ja nicht dunkel genug, ne? Ich sehe zwar gar nichts, aber ist cool. Barry, lass mal aus! Bewegt sich das viel? Es bewegt sich gar nicht. Warte mal, ich versuch mal was. Au! Alter! Ach du! Das kotzt mich total zu, ist das geil. Okay, cool. Also wenn die mich berühren, ist es vorbei, ja? Habe ich das richtig verstanden? Ja, sieht sehr schmerzhaft aus, Kleine. Ach du Scheibenkleister, Leute, die Dinger, die sind richtig eklig. Richtig eklig sind die. Ich kann wahrscheinlich auch super schwer überraschen einfach mal. Leute, ich sehe nichts, ne? Ich sehe hier nur schwärzig. Ich orientiere mich gerade an der Minimap. Och, Leute, das ist doch Mist. Unsichtbare Gegner sind immer Mist, finde ich. Finde ich nicht gut. Barry, kommst du? Nein, es hat uns gesehen. Nee. Ja, du bist gut. Ey, ich... Ach, komm schon. Ja, zeig halt richtig drauf, Mädchen. Ist doch ekelhaft. Ich habe halt echt keinen Schuss für sowas. Es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. Ja komm, töte mich nochmal. Das macht so keinen Sinn. Ich sehe wirklich gar nichts, Leute. Es ist so schwarz. Und dann ziehen wir in die Schwärze rein und treffen mal das Vieh ohne Schrot. Oh Gott. Das ist schwierig. Das ist echt schwierig. Ich will, die Schwierigkeit ändert ja nichts daran. Ich denke mal, auf normal treffen die mich auch einmal und ich bin tot. Nee. Ach ja. Mal weg jetzt hier. Erstmal weg, das Rode. Barry, ernsthaft, mach mal die Lampe an jetzt. Ich kann die nicht manuell anschalten. Das macht er immer automatisch, falls ihr es nicht wisst. Macht der. Ich weiß gar nicht, kotzen die mich auch an oder ist das nur... Also ich meine, Barry kotzen sie ja an, aber kotzen sie auch Nadel an? Bam. Oh. Das ist so groß. Das kann man doch gar nicht verfehlen, Mensch. Auch nicht. Ey, ganz ehrlich. I'm on the way. Wo denn? Oh, Kinder. Was ist denn das? Ja, brich ihm halt das Genick. Mach's so schön, dann noch vollkotzen. Ich lasse das gleich aus, glaube ich. Das geht mir gerade ein bisschen auf den Senkel.
Wie soll ich denn das schaffen? Ohne Schrot? Einfach mal reinhalten geht ja nicht. So viel Muni habe ich nicht. Muss es gerade mal echt ganz kurz ein bisschen Anzeige. So, das bringt zwar auch nicht viel, aber immerhin, ne? Dann sehe ich mal was. Meine Güte, ist das aber auch düster. Es kann auch daran liegen, dass ich mein Zimmer hier nicht abdunkeln kann. Keine Vorhänge habe und so weiter. Deswegen ist das ein bisschen schlecht. Ich meine, Rauch bringt ja auch nichts. Hätte ich jetzt ein paar Flaschen, dann würde ich die werfen. Ich werfe jetzt einfach mal einen Stein wieder. Das hat ja ganz gut funktioniert. Dann sah man wenigstens, wo die liegen. So ungefähr. Kann ich die dann vielleicht abstechen mit Barry? Na komm, du Mistvieh. Was? Das hat auf dem Boden gelegen. Das Vieh hat auf dem Boden gelegen. Oh, immer wieder diese Käfer. Ich will das eigentlich nicht mehr sehen. Kann ich das nicht überspringen oder so? Och Mann. Oder so eine gewisse Selbstheilung eben, dass ich nicht anderen Kräuter nehmen muss hier. Ja, komm. Wir gehen wieder runter. Na, ich will eigentlich die Pistole. Oder nehmen wir das Maschinengewehr. Wo ist er denn? Ich sehe es halt nicht, es ist so dunkel. Es ist, glaube ich, nicht mal wirklich die Dunkelheit, es ist mehr der Kontrast, der hier total blöd ist. Man sieht halt echt nichts, die Umrisse, so wirklich. So, ich warte nochmal, bis er hier ist. Umschleichen geht ja wohl schlecht, weil Barry macht das nicht gut. Na komm. Das Teil. Ja, hier bin ich. Ja, komm. Ja, wo ist er? Feiner Käfer. Hey. Wo denn? Och Leute, ich komme mir total verarscht vor. Thomas ist weg. Ich sehe es aber auch nicht. Man sieht es nicht. Man hat nicht mal irgendwie so ein paar unscharfe Umrisse in der Luft. Das ist ja überall unscharf hier. Das ist voll doof. Ich mag die Gegner gar nicht. Was haben die sich dabei gedacht, bitte? Ja, komm. The monster is coming. It's getting closer. Ja. Ja, ja. It's getting closer, ich merk's. Och man, Leute, ich find's ein bisschen frustig, ehrlich gesagt, ne? Ein bisschen frustig. Ein bisschen sehr frustig. Ich glaube, das hatten wir schon, oder? Ergebnis des Probeexperiments. 8. November 2009. Die letzte Probe wurde unter fast finalen Konditionen durchgeführt. Dieses Mal wurden 11 Kandidaten mit Sensorarmreifen ausgestattet und dann für unterschiedliche Zeitintervalle extremen emotionalen Stress ausgesetzt. Ergebnis, 3 starben sofort. Das hatten wir schon, ja. Das hatten wir schon. Da ist noch eine Kiste. Ein Steinchen hat sie ja noch. Und Schießpulver. Alter Schwede, endlich. Ich glaube, damit sind die Dinger ganz einfach mit den Flaschen. Ja, gut. Nee, das ist echt nicht schön gemacht hier mit diesen unsichtbaren Schweinebären. Ja, ja, na gut, war knapp, aber Hammer, Hammer, Hammer. Noch eine Teilebox. Oh Gott, nee. Nee, da ist noch einer. Der ist unten. Oh, Barry, jetzt fällt es dir mal ein, hier das Licht anzumachen, ne? Ist gut gemacht. Wo ist das Vieh? Das ist unter uns, ne? Warte mal. Und die geben wir Barry. Ich hätte die anders einsetzen sollen. Sehe ich hier ein. War das jetzt echt nur für so ein... Nee, oder? Das war jetzt irgendwie für gar nichts, was ich hier gemacht habe, richtig? Munition verschwendet, das habe ich. Und das... die Teilebox aber sonst. Krass. Hat sich gelohnt, ne? Hat sich voll gelohnt. Was ist das Vieh jetzt denn? Irgendwie ist das Vieh jetzt weg. Oh nein, das Vieh ist hier.
schon, danke. Alter Schwede, diese dummen, blöden, unsichtbaren. Kannst du mir nicht erzählen, dass sie so massig sind, aber dann unsichtbar? Vielleicht haben die ein Halluzinogen, was mich unsichtbar, also Unsichtbares nicht erkennen lässt. Kann das sein? Okay, die Kamera. Wo? Da. Ach guck mal, hier hätte wohl auch Moira durchgepasst, habt ihr gesagt. Dann hätte ich das gar nicht, ja, hätte ich das gar nicht so auf die Sprinttour machen müssen. Ich hätte hier einfach durchgehen können. Na komm, Barry, wir hauen ab. I don't wanna go by myself. Oh, die Kleine. Will nicht alleine gehen. Voll süß. Oh Leute, ich sehe gerade, ich überziehe so ein bisschen, glaube ich. Eieiei. Wenn ich jetzt nochmal den letzten Speicherpunkt laden muss, dann werde ich das überspringen mit diesen komischen Ekelviechern. Auf jeden Fall beende ich mal, würde mich über Liebe freuen, ein paar Kommentare schreiben und einschalten zu Resident Evil Revelations 2.